Der Tod der Filmschauspielerin Romy Schneider ist am Morgen in Paris bekannt geworden. Die 43-Jährige wurde tot in ihrer Wohnung gefunden. Die Polizei vermutete zunächst Selbstmord. Nach einer ärztlichen Untersuchung teilten die Behörden dann aber mit, Romy Schneider sei an Herzversagen gestorben. Für das Publikum ihrer Heimat blieb sie, was sie längst nicht mehr sein wollte. Naivvolliges Wunderkind des deutschen Films Mitte der 50er Jahre. Romy war Sissi. An der Seite von Karl-Heinz Böhm wurde die gebürtige Wienerin zum höchstbezahlten deutschen Nachwuchstalent. Obwohl sie nie Schauspielunterricht gehabt hatte, gelang ihr der Durchbruch ins internationale Filmgeschäft. Sie war schon ein Weltstar, als sie 1971 in Mexiko in Joseph Losys Die Ermordung Trotzkis mitspielte. Ihr Partner Alain Delon, der Mann, der sie 1959 aus der deutschen Filmprovinz nach Paris gelockt hatte. Die Verbindung mit ihm ging in die Brüche, aber Romy Schneider schaffte, was sie sich Anfang der 60er Jahre vorgenommen hatte, wegzukommen vom Sissi-Image. Ich hasse immer in derselben Linie zu bleiben. Ich bin zu jung, um immer dasselbe zu spielen. Ich habe mir gegen alle anderen, ehrlich gesagt, zugetraut, doch etwas anderes spielen zu können, andere Rollen. Nein, ich glaube, das wäre zwecklos. Und sie wurde wieder ein Publikumsliebling, diesmal in Frankreich. Mit Claude Chabrol drehte sie Die Unschuldigen mit den schmutzigen Händen. Kurz zuvor war Trio Infernal entstanden, später kam Die Liebe einer Frau. Viele ihrer insgesamt 60 Filme drehte Romy Schneider mit international namhaften Regisseuren. Doch die berufliche Karriere war von persönlichen Niederlagen und publicity-trächtigen Affären begleitet. Die 1968 geschlossene Ehe mit dem deutschen Schauspieler Harry Mayen scheitert. Ebenso die spätere Verbindung mit ihrem 9 Jahre jüngeren Sekretär Daniel Biasini. Vor einem Jahr verunglückt ihr 14 Jahre alter Sohn David. Den Tod des Kindes aus der Ehe mit Harry Mayen, so sagen ihre Freunde, habe sie trotz gegenteiliger Beteuerungen nie verwunden. Sie sei am Schluss depressiv gewesen.